Recht herzlich willkommen zur 87. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, was haben wir denn hier so? Etwas. Waffenstöße im Wald. Hier können wir noch was bauen. Wieder einen Marktplatz. Wir hatten noch zwei. Gut, jetzt nur noch einen. Alles gut. Waffenrohr, okay, hatten wir gerade gesagt. Auf Provinzen, die nicht durchgehören. Okay, dann hatten wir die Provinzen hier noch ausgewählt. Die ging schon. Hier versuchen wir sozusagen den Anspruch dann zu fingieren, aber da sind ja erstmal ein paar Prozente zugange, ne? Läuft. Normandie, haben wir da noch einen Anspruch drauf? Ich glaube nicht. Achso, das war falsch. So ist richtig, haben wir keinen Anspruch mehr drauf. Nicht mehr in anderen Länder rein? Nein, gar keine. Dann müssen wir das mal machen, ne? Wenn wir da nochmal angreifen wollen, das ist die Frage. Die sind noch nicht aufgefüllt, läuft noch. Jo. Was kommt dann? Das ist besetzt durch wen? Durch Österreich, okay. Haben wir die eigentlich gar nicht mehr als Verbündete, oder doch? Nee, haben wir nicht mehr. Stehen wir alleine da? Ansprüche, okay. Skandinavien auch nicht mehr, ne? Achso, jetzt haben wir was. Naja, egal. Da müsste man nochmal machen, ne? Bündnis anbieten, ganz schlecht. Und Bündnis anbieten, ein bisschen besser, ne? Aber auch noch schlecht. Hier geht gar kein Bündnis. Was mit Aragon? Oh, die würden das sogar machen. Die würden mit uns in ein Bündnis gehen. Aber die sind ziemlich einmal verfallen, ne? Wohl einiges ist ja noch da, ne? Marokko. Das Kastilien? Ja. Tja. Die würden auch ein Bündnis mit uns eingehen. Guck an. Was mit den Portugiesen? Nee, die auf gar keinen Fall. Wie ist mit Burgund? Auch nicht, auf gar keinen Fall. Wen haben wir hier noch? Böhmen? Nee, Brandenburg. Auch kein Bündnis. Was macht der Osmane? Der möchte auch kein Bündnis. Tja, Marokko haben wir noch. Positive Meinung würde irgendwann auch gehen, aber lassen wir mal. Achso, die Pause haben wir gar nicht rausgenommen, dann lassen wir weiterlaufen. Keine gute Idee, das jetzt hier einfach so stehen haben. Gut, Ansprüche werden fingiert. Schiffe, achso, die werden gebaut, okay. Gibt es noch drei dazu? Ja. Wir haben einen Handelsschutzkriegsgrund gegen Hamburg. Häfen blockieren, okay. Okay. Kann man noch den letzten Marktplatz bauen, dann ist das auch erübrigt. Läuft, ne? Was hier? Kombatanten, okay. Möchte ich aber nicht machen. Ja, gucken wir, das war hier, ne? Hier. Ansprüche fingieren, geht noch nix. Hier. Geht auch noch nix. Das haben wir da aber auch erst 10 und 5 sozusagen.
Ein bisschen wenig, ne? Gut. Das kriegt die Zeit da so hin, ne? Ach, die sind gar nicht da zu denen gefahren, okay. Da habe ich jetzt aber mit gerechnet, dass das so ist. Einmal die. Ja, das ist jetzt erstmal nichts Entscheidendes. Gut. Die regenerieren immer noch. Ist aber noch nichts voll. Läuft in dem Sinne, ne? So, jetzt müsste man gucken, wer war das denn noch? Österreich? Waren da nicht so ganz so weit weg, ne? Ach so, okay. Beziehungen verbessern. Machen wir mal da. Ja, möchten wir. Da können wir wieder was bauen, aber keinen Marktplatz mehr. Geht nicht zu teuer. Was können wir da noch machen? Kaserne, ein Dock. Kathedrale, okay. Gericht. Ja, komm, da bauen wir eins. Die anderen kommen auch bald dazu, sozusagen, ne? Kriegen wir schon hin. Okay. Jetzt ist die Frage, was wir weitermachen, ne? Schiffe werden noch zwei gebaut. Einheiten haben wir auch noch ein paar. Bilanz ist positiv. Gucken wir mal gerade hier rein. 14, okay. Haben wir ausgerüstet. Da können wir was bauen. Machen wir die Gerichte noch zu Ende hier. Okay. Hier geht's los. Lüttich ist da drin, oder was? Besetzt durch Lüttich, besetzt durch Österreich, okay. Weiß ich nicht, was wir da machen. Mir kommt's vor, als würde er erstmal nichts machen, ne? Gehen wir gerade mal nach Übersee. Wie sieht's denn hier so aus? Da sind schon alle Grenzen aufgezeigt, ne? Hier keine Ländereien, die ich mir einnehmen kann, weil nicht direkt dran. Es gibt sogar keine Länder mehr, ne? Ne, ist alles verteilt. Die Indianer haben kein Zuhause mehr. Mittwelt, okay, Ödland. Gibt es auch noch Ödland. Ja, und hier wahrscheinlich auch an. Nee, noch nicht mal. Jetzt mitgerechnet, ne? Dass in Russland auch Ödland ist. Gut. Befehlshaber gestorben. Ist alles weiß unten. Agent wurde entdeckt. Okay. Warte mal schnell gucken. Machen wir gerade Pause. Ach so, Diplomatie war angesagt, ne? Und zwar hier. Okay. Anspruch fingieren.
Finistre machen wir, ne, oder? Ja, komm. Das ist der äußerste Zipfel. Okay. Waffenstillstand Bretagne beendet. Patronisch Brasilien, Florida. Patronisch Louisiana. Jetzt war den Anspruch klar. Und hier können wir auch einen Anspruch fingieren und dann machen wir. Die geht sogar. Ja. Machen wir. Damit es da auch vorangeht, in Anführungsstrichen. Was haben wir hier? Das mal weg. Ach, Konto ist vollgelaufen, alles klar. Machen wir das mal gerade. Ja. Administrative Technologien. Kriegen wir das jetzt los? Ne, da nicht, sondern da. Aber hier geht auch nichts. 26 ist noch nicht erreicht. Okay, dann müssen wir da abwarten, was da passiert, ne? Dann können wir nochmal irgendwo was bauen. Gerichtsbarkeit. Vorbei. Lass mal Zeit laufen, ne? Gut, das ist geklärt. Gegen Frankreich. Okay, Florida. Möchte, nee, Neufundland möchte auch was da drüben bei Florida wohl kriegen, ne? Okay. Gut. Ja. Jetzt haben wir hier wieder das letzte Mal Gericht bauen und dann ist das fertig. Das ist doch schon mal schön. Zoll auf Pelze. Ja, schwierige Sache, ne? Aber ich nehme das. Agent entdeckt in Bretagne. Aber jetzt können wir den sowieso zurückziehen. Ach so, hier oben war das. Ja. Was willst du jetzt machen noch? Müssen das selber deine Hand nehmen dann, ne? Diese 60 oder 65 Truppen, die immer noch nicht fertig sind, die müssen wir dann gucken, rüber zu kriegen und da die drei Ländereien oder vier. Vier sind es, glaube ich, zu holen, ne? Naja, gut. Aber das würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge dann nochmal an. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.